Wie war euer Tag? Gut. Stiefväter und Väter kommen nicht immer miteinander aus. Aber Dusty und ich haben diese Zwei-Väter-Sache total unter Kontrolle. Hast du für nachher die Plätzchen? Ich halte noch kurz bei der Bäckerei an. Bäckerei? Soll ich nicht in die Bäckerei gehen? Nein, ich meine... Wenn du wiederholst, was ich sage und mit dem Kopf nickst, heißt das, du willst nicht, dass ich was tue. Ich finde nur... Was? Was Selbstgebackenes? Kein Problem, Brady. Selbstgebackene Zimtplätzchen kommen sofort. Hey! Hup mich noch einmal an und du kannst deine Zähne zählen! Danke nochmal für den Kakao! Kinder, ich habe eine große Überraschung für euch. Oh, es ist Geld. Ein Trampolin? Noch ein Pony? Dieses Jahr? Weihnachten, beide Familien zusammen. Ja! Hallo? Grandpa Kirk? Dein Vater kennt den weiterentwickelten Dusty noch nicht. Genau deswegen wird er sich über uns lustig machen. Wirst schon sehen. Großer Gott. Wow. Ist er das? Sein Outfit ist cool. Und doch kann ich ihn mir nicht beim Shoppen vorstellen. Bitte schön, dann fahren Sie den Wagen schon mal vor. Das ist Sarahs Ehemann. Und wieso ist er hier? Oh, mein Daddy kommt auch. Dad! Daddy! Da ist er, mein großer Junge! Er hat seinen Vater sehr lange nicht mehr gesehen. Es ist erst 2 Wochen her, aber es kommt einem wie eine Ewigkeit vor. Und der Kerl erzieht die Hälfte der Zeit deine Kinder? Kinder! Erzähl uns Nobowitz! Kinder, ich habe einen guten für euch. 2 tote Nutten liegen am Strand. Oh nein! Nein. Er wird Weihnachten ruinieren, Brad, ich sag's dir. Der einzige Mensch, der dein Weihnachten ruinieren wird, sieht dich direkt aus diesem Spiegel an. Ich sehe da nur dich, Brad. Entschuldige, richtig. So, jetzt ist gut. Das bist immer noch du, Brad.